Florian Silbereisen. Bitteres TV-Aus. Jetzt folgt die Konsequenz. TV-Shows floppten, die Quoten schwächelten. Florian Silbereisen hatte zuletzt eine wahre Pechsträhne. Nun zieht er offenbar die Konsequenz. Es wäre ein herber Schlag für seine Fans. Wird Florian Silbereisen in diesem Jahr tatsächlich seine TV-Karriere an den Nagel hängen? Die Anzeichen mehren sich. Schließlich musste der Publikumsliebling zuletzt einige Niederlagen wegstecken. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der 41-Jährige längst einen Plan B in der Hinterhand hat. Denn sogar seine sonst so beliebten Schlagershows in der Weihnachtszeit fuhren diesmal erstaunlich schwache Quoten ein. Konkurrent Giovanni Zarella wird derweil immer beliebter, gräbt Flori immer mehr das Wasser ab. Und für die Traumschiff-Folge zu Weihnachten hagelte es bitterböse Kritik. Keine Frage, Florian Silbereisen braucht dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Der Showmaster denkt bereits an seinen TV-Abschied. Er sagte gegenüber dem Stern: Ich kann sagen, ich genieße das, was ich da mache, ich habe totale Freude daran. Aber wenn es morgen nicht mehr so läuft, mache ich was anderes. Und Flori hat bereits erstaunlich konkrete Pläne. Ein Gasthaus eröffnen oder eine Kneipe aufmachen oder keine Ahnung. Aber ich weiß ganz genau, mir würde nicht langweilig werden. Klingt ganz so, als hätte er sich bereits intensiv mit seiner Zweitkarriere auseinandergesetzt. Seine Fans würden ihn im Fernsehen jedoch schmerzlich vermissen.